freue mich sehr, hier zu sein. Danke auch für die Einladung an die Technologiestiftung. Genau, ich verstehe meinen Beitrag jetzt hier, ganz im Gegenteil zu Nicolas Zimmers Beitrag, tatsächlich so als ein Zoom-in jetzt, glaube ich. Wir sind bei dem Thema Digital Mindset und ich denke, wir sind sehr divers hier im Raum. Und einige werden Dinge davon schon gehört haben, andere vielleicht noch nicht. Das heißt, hier geht es jetzt gerade auch ein bisschen ums Abholen und um die Reflexion der eigenen Person, des eigenen Teams, der Institution vielleicht. Genau, und zum anderen wollen wir hier ein bisschen klären, was ist eigentlich darunter zu verstehen, Digital Mindset? Warum ist es so wichtig heute und in Zukunft? Warum überhaupt digitaler Wandel? Ich glaube, Nicolas hat schon einige Sachen angesprochen. Im Kulturbereich eben digitaler Wandel. Und wie können wir ein Digital Mindset, sagen wir mal, lernen, wenn wir es denn lernen können? Genau. Zu mir, das hat Franziska Walzer eben schon gesagt, ich würde noch erwähnen wollen, dass ich sozusagen in meiner Rolle beim Kulturförderpunkt, aber auch vorher beim Performing Arts Program mit unglaublich vielen Menschen aus der Kunst und Kultur hier in Berlin zu tun habe, sowohl vorher viel aus der freien Szene, eben wirklich Solo-Selbstständige, freie Gruppen, freie Häuser, jetzt auch in der Rolle des Kulturförderpunkts mit Institutionen, da wir auch Veranstaltungen mit dem zum Beispiel Landesverband der Museen zu Berlin machen. Und stelle jetzt so schon fest, vor welchen Herausforderungen man da auch steht, wenn man sich da transformieren will. Genau, ich würde, das ist mein Kollektiv, Europäische Gemeinschaft für kulturelle Angelegenheiten. Interessant ist, dass hier auch nochmal sozusagen ich aus der Praxis in der freien Szene komme und weiß, was ist da draußen eigentlich an Support da, sowohl von Häusern als auch von Förderern, was läuft intern im Team, um sich diesbezüglich zu transformieren oder zu interessieren und Dinge auszuprobieren. Das ist ein Bild von der Berliner Gazette, wie eben schon erwähnt. Die Berliner Gazette versteht sich als Online-Magazin für Kultur, Politik und Digitales und zwar schon seit, und zwar schon seit 1999 und macht aber auch Offline-Veranstaltungen, um genau das zu tun, was wir hier auch versuchen, was auch nötig ist, und zwar Menschen zusammenzubringen, die sich vielleicht digital nicht so für den Diskurs interessieren, aber hierher kommen und mit anderen, die schon sehr drinstecken, unterhalten. Wichtig ist da bei den Veranstaltungen immer der Aspekt zu hinterfragen, welche Chancen, welche Potenziale bietet Technologie, welche Herausforderungen bringt sie aber auch mit sich. Genau. Und mein drittes Hütchen, sage ich jetzt mal, würde ich auch noch erwähnen. Ich bin Trainerin im internationalen, nonformalen Bildungsbereich und wir entwickeln gerade eine App und hier kommt auch so das Internationale nochmal rein, was ich ganz spannend finde, was das Digitale da ermöglicht, nämlich Projektmanagement über Grenzen hinweg, was ich sehr spannend finde. Kommen wir jetzt zu dem Punkt, was das eigentlich ist. Und wie wahrscheinlich auch Sie, würde ich erstmal nachschlagen, das habe ich auch getan, oder mich mit Fragen nähern. Und das ist so ein bisschen der Punkt, die Frage, die mich am meisten interessiert hat, ist mein Digital Mindset gleich auch Fähigkeiten im Digitalen zu haben? Herausgekommen ist bei dieser Recherche, um das jetzt ein bisschen abzukürzen, dass es sich rein definitorisch beim Mindset grundsätzlich um eine Haltung und Einstellung geht, mit der ich hier, glaube ich, auch stehe und mit der ich inspirieren möchte. Und die ist völlig unabhängig erstmal von dem Skillset, von den Fähigkeiten und Kompetenzen. Das heißt also, dass Digital Mindset, wenn man das so verinnerlicht, erst in erster Linie etwas sein kann, was sozusagen einem ermöglicht, digitale Erfahrungen zu machen, digitale Zusammenhänge zu erkennen. Und das kann dann sozusagen die Basis bilden, um notwendige Fähigkeiten zu entwickeln. Das heißt, man kann Digital Mindset entwickeln haben, ohne parallel die bereits Digital Skills zu besitzen. Dann habe ich mich gefragt, welche Bestandteile hat das, was wir Digital Mindset nennen? Und ich habe dafür auch noch keinen so viel besseren Begriff gefunden. Und ich habe das in drei Punkte unterteilt, die stark aus meiner eigenen Erfahrung und von mir selbst heraus rühren. Der erste ist keine Angst vor Veränderung, das heißt Neugierde und Offenheit für technische digitale Entwicklung. Das heißt auch ein Interesse an State-of-the-Art-Prozessen. Ich glaube, das wurde jetzt im ersten Beitrag auch schon angesprochen, auch über den reinen Kunst- und Kulturbereich hinaus. Denn da erkennt man ja auch viel im eigenen Alltag schon. Das heißt, da mitgehen, ausprobieren, sich up-to-date zu halten und auch ein Verständnis haben für den Einfluss, den die digitale Transformation heutzutage hat. Eine forschende Haltung und den Willen mitzugestalten beinhaltet das.
Dann habe ich etwas aufgeführt, was ich für mich sehr spannend finde, und zwar ist es in Ansätzen erstmal eine sehr positiv oder auch konstruktiv kritische Grundhaltung dem Digitalen gegenüber. Das heißt, an allen Prozessen, an denen wir stehen, würde man immer fragen, geht das auch digital? Nicht natürlich einfach nur, damit es digital ist, aber um sich sozusagen dem bewusst zu machen, was eventuell durch Digitalisierung schon erleichtert werden kann, und das sozusagen nicht nur aus einer Tradition heraus erstmal abtun. Den anderen Punkt und letzten, und der wurde, glaube ich, eben auch schon sehr stark angesprochen, ist das Willkommen heißen im Offenen, das heißt Offenheit als zentrales Anliegen. Da ohne Open Data, ohne Open Source, ohne Open Access, dieser Wandel sich nur schwer bewerkstelligen lässt. Ich glaube, ich spreche da sehr stark sozusagen eine persönliche Haltung an. Niklas hat das nochmal als auch ein Muss, Daten zu liefern, weil man sonst im Dunkeln verschwindet. Das fand ich jetzt auch nochmal ganz spannend. Also wahrscheinlich müssen wir uns da auch ein bisschen öffnen, um weiter auch arbeiten zu können. Und dieses Offene bezieht sich aber auch auf Prozessorientiertheit. Das heißt, nicht nur die Ergebnisse zählen, sondern auch der Weg dorthin, auf dem man auch scheitern kann, wo man Dinge ausprobiert. Ich glaube, das ist für Sie nicht neu, aber genau das ist das, was wir wollen. Ich habe was aufgeführt, was auch letztes Jahr auf der Konferenz hier schon Thema war, nämlich dass Philipp Steimel, der hier auch stand, gesagt hat, es geht eben nicht darum, dass man programmieren können muss, sondern um ein Digital Mindset ist nicht gleich ein Digital Skillset. Das erstmal nochmal für Sie, das wollte ich in Erinnerung rufen hier. Genau, es handelt sich um eine Denkweise, nicht um eine Software. Warum aber jetzt überhaupt digitalen Kulturwandel? Und ich glaube, man kann recht schnell diese Buzzwords von Autonomie, Transparenz, Flexibilität, Mitbestimmung oder Effektivität bis hin zu Innovation hier aufführen, die uns alle irgendwo an bestimmten Punkten was sagen. Aber was treibt uns denn jetzt tatsächlich an, im Kunst- und Kulturfeld diese Möglichkeitsräume irgendwie auszuschöpfen und auszuprobieren? Und da würde ich ganz gerne auf eine Studie, die hier auch eine Rolle spielte im letzten Jahr, ich glaube, ich wurde eingeladen vom Performing Arts Programm und von der Technologiestiftung, den Martin Tröntle, Kulturwissenschaftler, erwähnen, der in dieser Studie von NichtbesucherInnen 1600 Studierende, glaube ich, also relativ jung noch, interviewt hat in einem 8-seitigen Fragebogen und eben gefragt hat, warum sie nicht ins Theater, nicht in die Oper und auch nicht ins Konzert oder wie auch immer in die Ausstellung gehen. Und spannend hier, und wir können darauf jetzt nicht so sehr eingehen, ich würde aber gerne wenigstens erwähnen, zwei Punkte, die ich sehr spannend fand, nämlich dass es nicht um Zeit und Geld geht, sondern um Wertigkeit. Das heißt, 96% der Befragten haben gesagt, dass sie Kulturveranstaltungen besuchen würden, wenn denn jemand mitkäme. Das heißt, eine zweite Person. Das ist ja schon mal sehr interessant, ob sich Kulturinstitutionen, Kultureinrichtungen auch dafür verantwortlich fühlen könnten, dass man das nicht allein wahrnimmt. Ein anderer interessanter Punkt war für mich, dass relevant ist, worüber Freunde reden. Das heißt, dass das, was in meinem Freundeskreis, worüber nicht geredet wird, hat dann für mich auch keine Relevanz. Das heißt, wenn Theater kein Thema ist, dann gehe ich auch nicht ins Theater. Auch das fand ich sehr spannend. Und einen dritten Aspekt wollte ich noch erwähnen, der uns wahrscheinlich antreiben könnte, darüber nochmal nachzudenken, und das ist das emotionale Gruppenerlebnis. Also einige dieser Probandinnen, würde ich jetzt mal sagen, wurden herausgepickt und mit denen ist man in eine Veranstaltung gegangen, in eine Theater- oder Operveranstaltung, und man hat ein Gespräch davor und danach geführt. Und wie es dann hieß, nach dem Erlebnis war es den Menschen wichtig, Theater- und Opernbesuch als etwas Besonderes zu erleben. Sie wollten das Gefühl haben, emotional dabei zu sein, und in der Pause wollten sie den Eindruck haben, dass sie eine gemeinsame Gruppe zusammen mit anderen TheaterbesucherInnen bilden. Also quasi das Gefühl, dazuzugehören. Auch das interessant. Wir kommen nämlich da zu dem Punkt, dass sozusagen die Nähe zum Publikum herzustellen, ist eigentlich das Fazit dieser Studie. Und wenn wir uns darauf, sage ich mal, zurück besinnen, dass bisher doch noch recht viel Energie in Kulturinstitutionen oder Einrichtungen aufgebracht wird, um sozusagen das Stück am besten zu inszenieren, die Ausstellung thematisch ans Haus anzubinden oder auch Künstlerinnen einzuladen, dann ist das eben hauptsächlich sind das künstlerische und thematische Fragen, wohingehend hier jetzt eher Tröntle empfiehlt, mehr nach dem Zielpublikum zu fragen und auch danach zu fragen, wie man dieses erreichen kann.
Genau, also Nähe zum Publikum herstellen war für mich ein Motivator, sage ich jetzt mal, mit dem wir das Digitale erforschen können, weil man die Möglichkeit hat, im digitalen Raum zu bewerten, was man wahrnimmt, und zwar zeitnah und direkt. Und dieses Publikum scheinbar diese Nähe auch sucht. Es gibt dieses Publikum der digitalen Neugierigen da draußen. Man kann sie motivieren, sich für Kultur zu interessieren, sich zu nähern. Das funktioniert aber nur, wenn Kultur lernt, diese Sprache auch zu sprechen. Momentan, glaube ich, ist da noch die Sorge da, Kultur könnte dadurch stark vereinfacht oder trivialisiert werden. Genau. Cheresade Becker hat das nochmal so auf den Punkt gebracht von der Projektleiterin des Jugenddigitalfestivals. Sie sagt, dass wir dabei sind, eine ganze Generation zu verlieren und dass es eben Möglichkeiten gibt, dem auch entgegenzuwirken, ganz praktische auch, wie zum Beispiel den Ansatz Bring Your Own Device oder auch nicht institutionelle Weiterbildung. Die Idee dahinter ist ein bisschen, dass man eben die persönlichen, sehr privaten Mobile Advices, der in dem Sinne, das könnten jetzt auch innerhalb einer Institution oder einer Organisation natürlich Mitarbeiterinnen sein, aber in unserem Falle vielleicht auch ZuschauerInnen oder Publikum mitbringen und damit sozusagen die Angebote wahrnehmen können. Da stehen wir ja noch relativ am Anfang, aber das finde ich eigentlich sehr interessant, auch wenn wir auf die Organisationsstruktur intern mal gucken. Genau. Das Publikum will mitreden, war noch so ein zweiter Aspekt, der uns motivieren kann. Das heißt, Publikum als KuratorInnen, können wir uns das vorstellen? Grundsätzlich wollen einige zumindest Einfluss nehmen auf kulturelle Angebote. Wie viel Einfluss können wir geben, wollen wir geben? Jeder darf Kultur kritisieren, auch ein Aspekt im Digitalen, der uns dazu führen kann, dass wir die Kritik an Kunst und Kultur, dass die vielfältiger werden kann und unabhängiger und auch mehr aus einer Zuschauerperspektive als die intellektuelle Analyse. Und einen anderen Aspekt, den ich auch sehr spannend fand, den Kai Voges, Intendant vom Theater Dortmund, auf den Punkt bringt, dass wir sozusagen in der Gegenwart leben, Theater sich als Gegenwart versteht und deshalb eigentlich in der Pflicht steht, diese zu beschreiben und auch mit Mitteln dieser Gegenwart zu arbeiten. Das gilt, glaube ich, nicht nur fürs Theater, sondern auch für andere Bereiche der Kunst und Kultur, würde ich sagen, Möglichkeitsräume zu schaffen, wie vielleicht jetzt diese Hubs oder Labs oder eben die Akademie für Theater und Digitalität am Theater Dortmund dieses und nächstes Jahr sind Räume, in denen wir versuchen können, was es eigentlich braucht, künstlerisch-technische Forschung zum Beispiel. Genau. Und jetzt aber die Frage danach, wie wir diesen digitalen Wandel vollziehen. Und da bin ich mal zurückgegangen auf etwas, wenn wir eine Institution, eine Gruppe, ein Netzwerk, so nennt sich ja auch der Titel, sind, was hält uns denn zusammen und was macht eigentlich ein Zusammenleben, in dem Fall ein Zusammenarbeiten, funktionabel? Wenn man da zurückguckt auf das, was wir Familie, Freundeskreis nennen, mal im weitesten Sinne, dann ist das ein Fundament von Verabredungen, von Hierarchien vielleicht, von Rollen, Ritualen, Routinen, von Meetings. Und genau dieses Fundament braucht es auch für den digitalen Wandel in diesen Gruppen, Netzwerken und Institutionen. Wie das aussehen kann, ist tatsächlich, kann sehr unterschiedlich sein, aber eben genau dieses Fundament sollte man bilden, sich darauf einigen, eine Vision entwickeln, sodass man damit dann weitergehen kann. Häufige Probleme sind eher, dass genau das nicht passiert. Also wenn wir davon sprechen, dass wir innerhalb einer Smart City jetzt auch noch mehr auf den Human und auf den Participatory Ansatz setzen wollen, dann müssen wir genau überlegen, wie das gehen kann. Und der Mensch muss genau meines Erachtens diese Haltung mitbringen, um überhaupt Verständnis zu erfahren. Und häufige Probleme sind, dass es keine gemeinsamen Kick-Off-Events oder so gibt, sei es jetzt innerhalb des Netzwerks oder der Organisation, dass häufig Verantwortlichkeiten nicht benannt sind, die Einbindung des Teams nicht genug passiert, Beteiligung häufig vielleicht auch zu mangelhaft ist und zu viel auf einmal gewollt wird und einige auch eingeschüchtert aufgeben, weil doch die Angst größer ist vor dem. Genau. Jetzt habe ich noch was anderes mitgebracht und zwar einen Ansatz, der weniger pragmatisch ist. Man kann
wenn man sozusagen Digital Mindset denkt, diese Vision auch größer hinaustragen ins Team, in die Organisation, ins Netzwerk. Hier ein Beispiel aus der freien Szene der Darstellenden Kunst hier in Berlin, eine Gruppe, die sich Virtuelles Theater nennt, die ihren Namen allerdings nicht als reinen Gruppennamen versteht, sondern tatsächlich sagt, Virtuelles Theater ist die Bezeichnung einer bestimmten Herangehensweise an Kunst. Und in Zeiten von neoliberaler Weltbildung möchte Virtuelles Theater Raum für subversive Kritik und Gegenwart, Kritik von Gegenwart und kultureller Agilität schaffen. Jetzt habe ich noch was von Ihnen mitgebracht, wie Sie Virtualität verstehen. Kleinen Moment. Virtualität ist nämlich für Sie nicht zwingend das, sich der Mittel und der Möglichkeiten des Internets und des Cyberspace zu bedienen, sondern vielmehr mit jenen Bereichen der aktuellen Wirklichkeit zu arbeiten, die noch realisiert werden müssen. Das heißt, spekulative Erforschung, Präsentation und Diskussion tatsächlicher oder vielleicht bald möglicher Möglichkeiten. Das fand ich sehr spannend und dahinter steckt auch etwas, was eine gewisse Ethik ist, nämlich dazu gehören faire, nicht ausbeuterische Produktionsbedingungen, Strategien für Inklusion sowie Vielfalt, Open-Source-Denken und eine antikapitalistische Grundhaltung. Geht vielleicht auch ein bisschen in so eine sozialistische Utopie oder wie auch immer, aber was ich hieran spannend finde, dass sozusagen das gesamte digitale Denken hier doch nochmal viel größer gedacht wird, als rein darauf mit digitalen Tools zu arbeiten. Auch das kann in Ihrem Team helfen. Jetzt habe ich noch ein Modell mitgebracht, das ich sehr praktisch finde, um diesen Prozess eines digitalen Wandels, was ja mein Thema ist, innerhalb einer Einheit, eines Teams, eines Netzwerks, einer Gruppe zu denken, einer Institution. Das ist das Drei-Phasen-Modell nach Kurt Lewin. Und dieses Modell wurde bereits in den 40er Jahren entwickelt durch den Psychologen Kurt Lewin. Ursprünglich als Modell für soziale Veränderungen in einer Gesellschaft. Daher finde ich das irgendwie auch ganz spannend. Heute findet es eher Anwendung da, wo Veränderungen stattfinden. Also eben in Organisationen, in Unternehmen auch, aber auch in Projekten. Und hier ist jetzt, stellt sich die Frage, wie ein Kegel aus Eis zu einem Eiswürfel wird. Und man könnte jetzt einfach natürlich die Reste, sozusagen die Spitze und die Seiten vom Kegel abschlagen und dann hätte man auch einen Würfel, würde aber relativ viele Teile verlieren, einen großen Ausschuss generieren. Daher ist sein Ansatz eher, diesen Kegel auftauen, nach Wunsch neu formen und dann sozusagen wieder einfrieren. Und das ist irgendwie ein ganz spannender Ansatz, wo er sagt, in diesem Prozess von diesen drei Phasen gibt es widerstrebende und antreibende Kräfte und innerhalb der Unfreeze Phase sind es eher die Antreibenden, weil da wird die Veränderung gerade initiiert. Im Change-Bereich die widerstrebenden Kräfte und dann wieder die Antreibenden. Ich sage ganz kurz noch was zu den drei Phasen und dann bin ich auch durch. Was heißt das jetzt? Also im Unfreeze dieser ersten Phase geht es um die Vorbereitung der Veränderung. Und das ist, glaube ich, auch das, wo wir innerhalb unseres Teams, unserer Institution denken können, aber auch wenn wir ans Publikum denken. Und zwar ist das sozusagen die Ist-Situation zu beschreiben. Also mal zu sagen, was ist die aktuelle Situation? Und warum, was ist eigentlich der Grund für eine Veränderung, den sozusagen aufzeigen. Außerdem Unterstützung bereitstellen, also Menschen unter die Arme greifen, damit dass da Veränderung passieren wird und die Veränderung auch motivieren. Also warum ist sie notwendig und was haben wir alle davon? Genau, offene Ohren haben ist hier auch wichtig. Das ist eher die Phase der Analyse, Information und Diskussion. Die zweite Phase ist dann die eigentliche Veränderung. Hier werden Prozesse eingeführt, Abteilungen vielleicht umstrukturiert, neue Konzepte getestet. Wichtig hier in dieser Phase ist vor allen Dingen die Kommunikation, also auf Vorteile hinweisen, über Fortschritte informieren, Gerüchte zerstreuen, zum Beispiel eine Offenheit für Fragen haben und Menschen einbeziehen. Denn Neues wird leichter akzeptiert, wenn die Beteiligten eingebunden sind und auch mitgestalten können. Genau. Das ist natürlich mit einem Haufen Zeit und Aufwand verbunden, das ist klar. Und Vorteile werden auch nicht von allen gleich verstanden, würde ich sagen. Die letzte Phase ist sozusagen das Einfrieren, das heißt, das, was man häufig vielleicht dann auch nicht genug betrachtet, und zwar das Sicherstellen, dass die Veränderung Bestand hat. Das heißt, dass man eine stabile Umgebung schafft, in der wieder alle produktiv arbeiten können, nach der Veränderung, mit der Veränderung. Also Dauerhaftigkeit darstellen oder herstellen und da auch das Management unterstützen,
Feedback-Systeme einbauen, Kommunikation spielt eine große Rolle und auch hier wieder Unterstützung. Das heißt Maßnahmen dafür, dass Menschen oder alle Beteiligten sich an diese Prozesse gewöhnen, durch Trainings, Coaching, Support. Genau. Und ich habe noch eine Sache mitgebracht, die ich ganz spannend finde, weil ich letzte Woche die Gelegenheit hatte, Nico and the Navigators, Oliver Proske, zu treffen. Es ist natürlich völlig klar, dass das, was ich gerade beschrieben habe, irgendwie in unseren Händen eventuell liegt und es aber da draußen noch eine Menge gibt, eine Menge Aspekte, die das beeinflussen. Und das war jetzt für mich ein ganz gutes Beispiel. Verrat der Bilder ist das neueste Projekt von Nico and the Navigators. Die haben versucht, mit AR, also Augmented Reality, auch Brillen tatsächlich, das eine Bauhaus-Aufführung, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, der Inhalt ist nicht so wichtig, zu machen. Zwei Aspekte in seiner Reflexion, in seinem Revue passieren, fand ich jetzt sehr spannend, so kurz danach, die waren jetzt, sind gerade alle gelaufen. Ein Aspekt war der, dass die Technologie ihnen tatsächlich einen ziemlichen Strich durch die Rechnung gemacht hat, weil es gar nicht so einfach war, kostengünstig oder überhaupt finanziell möglich an diese Brillen ranzukommen. Abgesehen davon, dass die nur in Chargen produziert, aus Amerika eingeliefert werden und so. Also da ist natürlich klar, wir sind auch noch einem da draußen ausgeliefert und auch einem Geschäft, was Nicolas auch schon angesprochen hat, was ich ganz spannend fand, weil tatsächlich gibt es Verleihfirmen, die diese Brillen verleihen, aber zu Preisen, die können wir uns gar nicht vorstellen und die holen sich dann andere Konzerne für ihre Messen oder wie auch immer. Und der andere Aspekt, den ich auch sehr spannend fand, war der, dass sozusagen Film und Internet, also eigentlich 2D, für uns schon viel mehr, also sozusagen suggeriert, wenn wir uns in Film oder im Internet bewegen, dass schon alles Mögliche möglich wäre, nämlich zum Beispiel Hologramme hier auf die Bühne zu setzen. Dass aber in dem Moment, wo wir wieder auf der Live-Bühne stehen und eigentlich nur das haben, was tatsächlich möglich ist, stellen wir fest, dass wir sind beschränkt in dem, was geht. Es geht noch nicht so viel, wie uns vielleicht 2D schon verspricht. Und das fand ich sehr interessant, weil das ist ja natürlich was unser Publikum im Kopf hat. Das dürfen wir nicht vergessen. Es könnte also sein, dass da jemand steht und sagt, also habe ich schon mal gesehen. Ja, aber eben wahrscheinlich auf 2D. Genau, das fand ich sehr spannend. Danke. Ich dachte auch, dass das geht mit den Hologrammen übrigens. Ja, es gibt wohl ein Beispiel genannt. Es ist so ungefähr so 5 cm mal 5 cm groß und es kann wirklich von allen Seiten dann projiziert werden. Ansonsten okay. Sind das alles noch Tricks wohl, mit denen man arbeitet. Und man braucht sehr viel Rauch und sowas. Wahrscheinlich, ja. Okay. So, gibt es Fragen zum Digital Mindset? Ja, ja genau. Ich sehe nur so ein bisschen. Dankeschön. Ich fand es gerade sehr, sehr interessant und ich bin irgendwie von einem Gedanken zum anderen gesprungen, bin völlig durcheinander gekommen und bin dann am Ende aber an dem Punkt, den Sie genannt haben, sehr gut angekommen. Weil das ist für mich eigentlich das größere Problem. Kultur ist immer ein gemeinsames Erlebnis. Also auch der Bühnenauftritt. Warum geht man überhaupt noch ins Theater? Was passiert da? Ich finde den inhaltlichen Diskurs im Theater wahnsinnig wichtig. Und der nächste Punkt ist, was ist möglich auf der Bühne? Also wir gestalten digitale Möglichkeiten auf der Bühne. Wir werden immer gefragt, ja, das habe ich schon gesehen, aber Sie haben es alle bei YouTube gesehen, Sie haben es in der Videonachbearbeitung gesehen, Sie haben es nie live auf einer Bühne gesehen. Und das finde ich eigentlich das Essentiellste. Wie bekommt man das zusammen? Wie bekommt man die Möglichkeiten auch verknüpft? Also das ist unser Ansatz. Wir versuchen, den Open-Source-Ansatz zu fahren, zu sagen, wir möchten, dass die digitalen Möglichkeiten, die jetzt schon da sind, nicht nur in den großen Städten, gerade auf dem Land, auch dargestellt werden können. Weil in großen Städten kann ich viel ausprobieren. In großen Städten ist auch Geld da, um neue Techniken auszuprobieren. Aber auf dem Land ist eigentlich für mich da, wo es umgesetzt wird, wo das Publikum kommt, wo dann auch Freunde, wo ein Leben entsteht, ein kulturelles Leben entsteht. Das finde ich wahnsinnig wichtig. Also ich bin auch gespannt, wie das hier weitergeht. Ich bin gespannt, wie das vernetzt wird. Und ich hoffe, dass wir dann einen Beitrag zu leisten können. Super, danke. Ja, André Kraft, Komische Oper, hallo. Vielen Dank für den spannenden Vortrag. Für mich gibt es zwei Fragen, die sich auch aus dem vorhergehenden Vortrag ergeben. Wenn ich das höre, höre ich immer, dass man davon ausgeht, dass alles digitalisierbar ist? Fragezeichen. Also ist alle kulturelle Erfahrung digitalisierbar und auf Indizes reduzierbar, damit sie für Politiker oder andere Leute als Kennzahl wichtig sind. Ich
Also das stelle ich in Frage. Und das Zweite, was ich auch immer frage, ist, es gibt so einen Wunsch danach, dass wir alle gleich sind. Und wenn wir alle gleich sind und Bewertungen abgeben, dann sind diese Bewertungen ein Durchschnitt von allen, die immer gleich sind. Aber sind wir alle gleich? Also ist ein Schauspieler, der 70 Jahre lang auf der Bühne steht und etwas tut, gleich mit einem Zuschauer, der zum ersten Mal ins Theater geht? Und ist es nicht vielleicht doch sinnvoll, diesen Erfahrungshorizont, der dahinter steht, irgendwie auch mit zu bewerten? Also ich frage mich wirklich, bringt uns das was, wenn wir davon ausgehen, dass wir, oder dass diesen Wunsch haben, immer davon ausgehen, alle sind gleich? Ich frage mich das. Ja, das würde ich mich auch fragen. Tatsächlich sollte der Ansatz in keinster Weise in die Richtung gehen, dass wir alle gleich sind. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass sozusagen dieses digitale Denken oder eine Haltung dazu, sich damit zu beschäftigen oder auch nicht, ist so ein bisschen das, was eigentlich sozusagen mein Ansatz war. Das heißt, als 70-jährige Schauspielerin kann ich das tun oder auch nicht, dann weiß ich auch, warum nicht. Und als Zuschauer genauso. Wenn wir aber jetzt sozusagen als Institution, und darauf habe ich geguckt, eben Dinge ausprobieren wollen, ich spreche jetzt noch gar nicht von dem digitalen Wandel oder so, dann ist es natürlich wichtig, alle mitzunehmen. Und das ist so das, wo ich, vielleicht auch nicht, genau. Vielleicht muss man auch nicht alle mitnehmen. Die Frage war so ein bisschen, aber dann ja auf Einverständnis, finde ich wenigstens. Also dann, wenn ich die Teile an den Seiten abgehackt habe, dann will ich ja, also dann haben wir das wenigstens zusammen verabredet haben. So, wir wandeln uns jetzt mehr in diese Richtung. Das ist nichts mehr, wo du oder sie mitgehen wollen. Das ist aber in Ordnung und wir tun das sozusagen. Das finde ich dann dabei wichtig. Sozusagen, dass die Frage noch offen bleibt und die Tür offen ist für Neugier von Menschen, dass sie aber nicht per se ausgeschlossen sind, nur weil sie vielleicht noch nicht, weil ich finde eben auch immer, das ist ja auch das, was ich hier meinte, hin und wieder passiert es doch, dass man hier sitzt und dann werden hier Vorträge gehalten und man kriegt nur das mit, was man von seinem eigenen Wissensstand und Erfahrungsstand auch mitdenken muss, mitdenken kann. Manchmal fallen dann hier auch Begriffe, wo man nicht mehr ganz mitkommt und denkt, das habe ich noch nicht gehört, da komme ich nicht weiter. Und wenn mir dann die Tür da verschlossen ist, dann komme ich da tatsächlich auch nicht mehr weiter, wäre so mein Gefühl. Aber ich habe das Gefühl, bei Ihnen ist es ganz konkret, dass Sie beschlossen haben, an der komischen Oper dann auch tatsächlich mit Teil der Belegschaft Dinge nicht zu tun, also gewisse Projekte nicht zu tun und andere schon. Sehe ich das richtig? Auch nicht. Ach so. Ja, ich weiß nicht, vielleicht bezieht sich das aber auf diese Studie, von der Sie gesprochen haben, ja. Dieses, wo dann auf einmal Zuschauerinnen als Kuratorinnen, dass man dann das Gefühl hat, man muss so einen kleinsten gemeinsamen Nenner vielleicht auch bedienen, oder? Wenn die mitreden. Und dann kann man es nicht allen recht machen und dann nimmt man halt die meisten. Also ist das in die Richtung, die Sie meinen? Ich kann Dinge machen, die allen gefallen. Wir wissen alle, wie das geht. Es funktioniert hervorragend. Ich produziere Dinge, die allen gefallen. Das ist, ich glaube, wenn man sich ein bisschen auskennt in der Kultur, kriegt man das hin. Bringt uns das weiter? Oder Nein. Haben wir dann nur eine Sorte von Kultur am Ende oder zwei, drei? So, das ist die Frage. Also wenn wir Kultur, wenn wir Vielfalt wollen, dann können wir nicht alle mitreden lassen, sondern wir müssen Leute nehmen, die extrem sind, die widerborstig sind, die keine Anhänger haben, die uns anregen, was anderes zu machen, zum Beispiel. Und das kriege ich bei einem partizipativen Ansatz wahrscheinlich nicht ja, da so leicht hin. Ja, jetzt verstehe ich die Frage. Würde ich zustimmen. Tatsächlich glaube ich, kann man das auch, je nachdem, man muss ja auch nicht immer eine Schiene fahren, aber sagen wir mal, wir wollen Kunst Kunst sein lassen und auch in der ganzen Extrem und auch mit dem sozusagen nicht unbedingt Mainstream zu sein, da bin ich total dafür. Worum es hier bei mir eher ging, war auch die Art der Kommunikation, wie ich sozusagen das, was dann Inhalt ist, nach außen kommuniziere. Und da fahren wir doch zum Teil noch recht klassische Wege. Und da kann man vielleicht auch andere finden. So. Und das war eher so der Ansatz. Ich glaube nicht, dass wir permanent jetzt alles, unser gesamtes Programm über Publikum kuratieren sollten. Das ist wahrscheinlich tatsächlich dann irgendwann
Mainstream, wo wir nicht hinwollen, genau. Ja. Hier gibt es noch eine Frage, ganz vorne. Beziehungsweise einen Zusatz zu dieser Diskussion, und zwar im Hinblick darauf, ob man etwas gestalten soll, was Mainstream ist, und sozusagen dann im digitalen Bereich übertragen, dann Klickzahlen bringt beispielsweise. Und das ist tatsächlich die Frage, wie messen wir denn unseren Erfolg? Werde ich nachher auch noch mal kurz darauf eingehen, dass es eben der Kultursektor da tatsächlich auch neue Wege finden muss, das zu definieren im Hinblick auf Impact. Das ist nämlich dann eben vielleicht nicht die super erfolgreiche Ausstellung, wo 500.000 Besucher waren, sondern vielleicht ein anderes Projekt, was dann langfristig einen gesellschaftlichen Impact hat. Und damit man das gegenüber der Politik darstellen kann, braucht man eben ein neues Set, auch um das darstellen zu können. Das finde ich, glaube ich, nochmal ganz wichtig als Hintergrund. Okay.